Wir müssen nach Westen zu dieser Wurzel. Ich habe aber schon nur noch 4 Herzen. Das ist jetzt nicht so gut, tendenziell. Oben fliegt irgendwas. Sollte ich mich da hinschleichen, wenn da so Gegner sind? Vielleicht keine schlechte Idee. Ich ducke mich. Scheiße, die entdeckt mich trotzdem. Augen zu und durch. Verdammt. Ich werde hier sowas von sterben. Mach eine Wirbelattacke. Gut, das war eine Wirbelattacke. Leider zu spät. Wir ergreifen weiterhin die Flucht nach vorne. Let's go. Bitte erreiche einfach nur schnell diese Wurzel. Und bitte heile mich da vorne. Ich weiß nicht, ob diese Wurzel heilt. Okay. Bevor ich die aktiviere. Ja, Yusus Wurzel. Aber what? War der One-Hit? Ernsthaft? Kakuda nennt sich das Vieh, scheinbar Kakuda-Auge. Visiert permanent bewegliche Ziele an. An einem Pfeil befestigt, erhöht das Auge die Trefferwahrscheinlichkeit. Koche es mit Kleingedier, um Medizin herzustellen. Außerdem Kakuda-Flügel. Der große, aber leichte Flügel eines Kakuda. An Waffe oder Pfeilen befestigt, lässt er sie beim Werfen bzw. Abschießen weiter fliegen. Okay, und den anderen Bockkoppeln lassen wir mal in Ruhe. So, und jetzt werden wir erfahren, ob uns diese Wurzeln hier von Miasma heilen können. Da vorne ist Robello. Aber erstmal versuchen wir uns zu heilen. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Und ich habe den Eindruck, sie erleuchtet eine größere Umgebung als die erste Wurzel. Oh, tatsächlich, unsere Herzen werden wiederhergestellt. Nicht direkt aufgefüllt, aber gut, das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Irrknospen kann man nicht essen, okay. Ja, was essen wir? Chili? Essen wir ein bisschen Chili. Ich muss dringend mal was kochen übrigens. Und was mir gerade auch aufgefallen ist, diese Leuchtwurzeln, die sorgen ja dafür, dass hier jetzt Vegetation ist. Das finde ich schön. Okay. Oh, eine Sache fiel mir gerade noch ein. Dieses Schwarze hier. Ja, das ist an der Oberfläche Gewässer. Das. Ich habe mir mal die Freiheit genommen und die Karte angeschaut von dem Untergrund. Ich habe mich da jetzt nicht so genau umgeschaut, aber es gibt diese Parallele, dass überall, wo in der Oberwelt Wasser ist, ist im Untergrund sowas Schwarzes. Und ich glaube, das Schwarze ist eine Wand. Ja. Unter jedem Gewässer in Hyrule ist eine Wand. Eine merkwürdige Parallele, wenn ihr mich fragt. Was zum? Dieses seltsame, wurzelförmige Ding strahlt ein überaus belebendes Licht aus. Es fühlt sich so an, als ob. Als ob. Es fühlt sich fast so erfrischend an, als wären wir an der Oberfläche. Aber das ist noch nicht alles. Ich habe fast den Eindruck, dass es meinem Körper wohltut. Oh, hey. Aber nun zu dir. Wurde auch Zeit, dass du es hierher geschafft hast. Ich will dir etwas zeigen. Eine Figur auf zwei Beinen, die einen Arm erhebt. Sieht das nicht so aus wie das Bild auf dem Fragment, das Joscha erwähnt hat? Jetzt hat das Fotomodul seinen großen Auftritt. Jetzt, du weißt gar nicht, wie man das Fotomodul aktivieren kann?
Das ist merkwürdig, das Fotomodul ist eine der Hauptfunktionen des Pura-Pads. Benutzerfreundlich und narrensicher. Kannst du mir dein Pura-Pad mal kurz zeigen? Nun, meine Großeltern... Als ich denen ein Handy mal in die Hand gedrückt habe, habe ich spätestens gemerkt, wie wenig narrensicher, vermeintlich narrensichere Dinge sind. Tut mir leid, Oma, falls du gerade zuguckst. Ach du meine Güte! Sowohl dein Fotomodul als auch das Hyrule-Handbuch sind gesperrt! Warte mal kurz. Wie war das noch gleich, diesen Knopf betätigen, während ich dort drücke, dann hier noch antippen? Fotomodul. Da fehlt was. Sollten wir das schon haben? Ich weiß, da gibt es noch eine Fähigkeit, aber ich glaube, die bekommt man erst später von dem, was ich mitbekommen habe. Aber eigentlich haben wir sie bis jetzt genau in der Reihenfolge bekommen, wie sie hier angezeigt werden. Ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was es mit diesem Lernspot auf sich hat und ob man den eigentlich schon haben sollte. Oder ob es gut möglich ist, den bereits zu haben an dieser Stelle. Ohne jetzt die Region zu verlassen zum Beispiel. Mit dieser Pura-Pad-Funktion kannst du Bilder von Landschaften und Personen aufnehmen, die dann im Album gespeichert werden. Das Hyrule-Handbuch, so sieht es also aus. In Tears of the Kingdom. Na also, jetzt solltest du das Fotomodul und das Hyrule-Handbuch verwenden können. Schieße ein Foto der rätselhaften Statue, so kannst du das Fotomodul auch gleich einem Funktionstest unterziehen. Funktionen, Testreihen, klingt das nicht formidabel? Komm wieder zu mir, wenn du das Foto im Kasten hast und lass mich einen Blick darauf werfen. Okay, machen wir. Statue mit erhobenem Arm. Ist das eigentlich der rechte Arm? Weil dann... Nee, ist der linke, ne? Okay, dann bekommen wir rechtlich keine Probleme in Deutschland. So. Ja, speichern bitte. Hey du, wie ist es gelaufen? Hast du die rätselhafte Statue in deinem Fotomodul abgelichtet? Ich denke schon. Na los, zeig schon her. Sag schon, ist dir ein gutes Foto gelungen? Ja, jetzt hier, guck. Wunderschön! Ja, du hast dein Motiv wahrlich mit Bravour eingefangen. Joscha wird Freudensprünge machen. Erst die Leuchtwurzel und dann die Statue, die Joscha gerade unter die Lupe nimmt. Eine steht fest. Wenn wir uns nur fleißig an die Arbeit machen, warten hier spektakuläre Entdeckungen auf uns. Wie dem auch sei, ich werde mich zunächst auf den Rückweg machen. Dann mal bis später im Spähposten und lass Joscha nicht allzu lange warten. In Ordnung? Okay. Ja, wollen wir jetzt da direkt hingehen oder wollen wir uns hier noch ein bisschen umgucken? Gibt ja noch weitere Leuchtwurzeln. By the way, ihr könnt es schon ein bisschen erahnen, diese zwei Leuchtwurzeln waren jetzt so weit auseinander. Vergleich, das ist, was ein Turm abdeckt. Ich weiß, wie viele Leuchtwurzeln es gibt. Es sind ein paar mehr, als es Türme gibt. Ein paar viele mehr. Warte. Sind das Windräder da hinten? Nee, nee. Ich dachte kurz, da wäre ein Krug oder sowas. Aber eigentlich weiß ich auch das schon. Nämlich, wie viele Krugs es im Untergrund gibt. Ich werde es jetzt mal nicht verraten. An alle, die da nicht gespoilert werden wollen. Aber ja, es sind weniger als auf der Overworld. Lass es mich so formulieren. Hier kommen wir nicht her, ne? Nee, das führt uns woanders hin. Das ist der Weg von Statuen. Oh. Was ist jenes? Blaue Flammen? Das sieht aus wie die Geister aus. Aus Twilight Princess, es ist ihr Licht. Eine im Untergrund häufig zu findende leuchtende Geisterkugel. Sie scheint zu pulsieren und fühlt sich nicht heiß an. Vielleicht findet sich ein Nutzen für sie. Schlürfen wir doch mal ein paar davon auf. Muss man sich denen anschleichen? Nein, okay. Außerdem haben wir einen Qualmerling.
Dieser Pilz sondert bei einem bestimmten Reiz eine dichte Wolke winzig kleiner Sporen ab. Aufgrund seiner Bitterkeit ist er ungenießbar. Von dem haben wir bereits in der Gameplay-Demo von Eiji Aonuma gehört. Im Englischen heißen sie Puffschuhen. Oh wow. Wieso in aller Welt haben die Headshots eigentlich nicht gezählt bei dir jetzt? Ist das weiterhin so, dass man alle Köpfe besiegen muss und dann... Sind sie besiegt, die Gegner? Scheinbar. Burgblenhauer, abgenutzt und nicht sehr scharf, aber recht hart, erhöht die Angriffskraft von Pfeilen und kann alternativ zusammen mit Kleingetier zur Medizin verarbeitet werden. Außerdem Burgblenknochen, 20 Angriffskraft? Ein unheimlicher Knochen, der sich auch abgetrennt noch weiter bewegt. Hoffentlich hält er zumindest in deiner Tasche still, so alt, dass er schnell kaputt geht. Das erklärt wohl auch die hohe Angriffskraft, aber trotzdem finde ich das übertrieben. Ich meine, selbst wenn er jetzt nur einen Schlag hält, sind das 20 Angriffskraft mit einem Schlag. Lass mich was versuchen. Ich kann doch sicherlich zum Tierser. Jetzt habe ich 26 Angriffskraft auf einer Waffe.